Willkommen zu einer neuen Aufnahme von Game Dev Tycoon. Wir haben unsere Time GmbH hier und wollen in diesem Part eine neue Engine entwickeln. Ja, heute starten wir mal den Part hier im Ladescreen, weil ich jetzt auch mal eine Aufnahmepause gemacht habe. Neuer Tag, neues Glück sozusagen und wir können gleich hier weitermachen. Wir haben auch keine Forschungspunkte momentan, weil wir halt alles Mögliche erforscht haben, außer Marketing und ein neues Thema. Und dann wollen wir gleich eine neue Engine erstellen. Wir haben ein bisschen Geld zur Verfügung. Daher passt das eigentlich. Und jo, das ist die Wurmloch 2 Engine. So, 2D-Grafik muss auf jeden Fall mit rein. Lineare Erzählung, gespeicherter Spielstand, Spieltutorials, bessere Benutzer. Einfach alles reinknallen. Dass wir letztendlich nur noch 200... Alter, das kostet ganz schön viel. Mich aber möglichst alles da drin haben. Oh je, je. Das ist sehr, sehr viel an Kosten. Das ist das Problem. Nee, das kann ich leider nicht machen. Wir müssen noch ein neues Spiel zwischendurch mal erstellen. So, was haben wir denn hier? Wir haben eigentlich so gesehen schon alles verwendet. Daher... Haben wir nochmal ein Gesetz? Wir haben ja da gesagt. Oh, Casual haben wir ja jetzt auch noch. Im Gesetz hatten wir ja Strategie, war das gut? Das war eine gute Kombination. Oder. Das war ein Wilder Westen, hatten wir mit. Wilder Westen und Abenteuer ist eine schlechte Kombination. Ich möchte hier nichts ausprobieren sozusagen, ich möchte hier was Handfestes haben. Daher ist das eine gute Frage, was wir daraus machen. Aber in der Geschichte, da war die Kombination. Was können wir denn an Casual? Wir haben ja jetzt ein Casual. Was können wir denn da machen? Gesetz und Casual? Passt das? Oder Sport? Was hatten wir denn da? Simulation. Das ist eine großartige Kombination. So ein kleines Sportspiel für unseren hier Gameboy. Woher müssen wir denn wieder die Lizenzen zahlen? Darauf habe ich eigentlich eher weniger. Wie viel kosten denn hier? 50.000. Marktanteile sind halt jetzt dementsprechend auch gering. Überall der Gameling. Ach komm, Sportspiel für ein Gameling. Komm, machen wir. Spielengine Wurmloch 1 leider noch. Ja. Und das wird dann Mario Tischtennis. Nicht Mario, sondern nennen wir einfach mal Mario. Ganz einfach hier. So, 2D-Grafik natürlich. Das sind schon mal 60.000 Kosten. Das ist schon mal sehr, sehr viel für einen Anfang. Daher muss das eigentlich auch ein Erfolg werden, bitte. Ich habe jetzt keinen Bock, dass es kein Erfolg wird. Zeug, das brauchen wir nicht. Engine. Eigentlich. Mehr geht ja das auf Gameplay aus. Das machen wir mal so. Schön viel Gameplay brauchen wir. Jetzt kratzt er sich nochmal an den Haaren. Nicht so schlimm. Ich kratze mich momentan viel am Rücken, weil ich da so einen scheiß Mückenstich hier habe. So, langsam reicht, warst du da um Mückenstich. Ja, wenn ja, kann ich das verstehen. So, Level Design ist wichtig. Anscheinend. Ich mache mal mehr auf künstliche Intelligenz, weil da ist natürlich der Gegner, dass das auch. Machen wir mal so. Ich hoffe mal, es passt. Bin ich sehr gespannt auf jeden Fall. Wenn es ein Erfolg wird, das Spiel, das wäre natürlich gut. Das wäre genau richtig für unsere Engine. So, Grafik, Sound. Machen wir mal so. Passt. G64 wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Ja, das war's dann für ein G64. Wir produzieren dafür ja eh keine Spiele mehr. Macht ja auch keinen Sinn. Ist ja wichtig, dass wir dann für die neueren Konsolen herstellen. Und an Design und Technologie haben wir sehr, sehr viele Punkte, müssen wir sagen. Muss ich mal sagen. Noch ein Technologiepunkt, das wird bei Design auf jeden Fall ein neuer Rekord.
Bei Bayern. Das klingt doch schon mal sehr, sehr gut. Spiel veröffentlichen. Neue Forschung. Einfache Zwischensequenzen. 2D-Grafik-Version 3 und 3D-Grafik. Geil. So, Spielbewertung. Wie wird das? Eine komplette 10. Nochmal eine 10. Leute, das wird ein Erfolg. Obwohl das nur so ein Zwischenspiel war. Nochmal eine 10. Ja, ist klar. Und nochmal eine 9. Alter. Das wird einbringen. Spielebericht sofort erstellen. 9,75. Dafür werden wir später auf jeden Fall einen Nachfolger machen. Guckt mal, wie viele verkaufte Einheiten wir in einer Woche gemacht haben. Und wie viel Geld wir haben. Mario Tisch Tennis hat sich über 1000 Mal verkauft. Einen neuen Firmenrekord erstellt. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Time GmbH. Hardwaresteller auf der ganzen Welt zeigten sich heute überrascht, dass Govodore, Hersteller des beliebten G64, Bankrott angemeldet hat. Govodore hat es nicht geschafft, eine teure Alternative auf den Markt zu bringen und sah sich gezwungen, die Produktion des G64 einzustellen. Die Plattform wird daher Anfang nächstes Jahres vom Markt genommen. Alter, guckt mal, wir sind auf Rang 2. Neues Büro. Herzlichen Glückwunsch, du hast dir einen ganz schönen Namen in der Spielebranche gemacht und ein großes Kapital angehäuft. Wenn du expandieren möchtest, solltest du im nächsten Schritt in ein neues Büro umziehen. Ich habe das perfekte Büro in einem Technologiepark gefunden. Möchtest du mit deinem Unternehmen den nächsten Schritt wagen? Meinetwegen? 150? Das können wir uns momentan wieder leisten. Und da ist unser neues Büro. Oh, geil. Willkommen in deinem neuen Büro. Jetzt, wo du ein größeres Büro hast, kannst du Mitarbeiter einstellen, um ein Weltklasse-Entwicklerteam zu bilden, mit dem du noch weitere bessere Spiele produzieren kannst. Genau, jetzt haben wir die Möglichkeit, Entwickler einzustellen, Mitarbeiter einzustellen. Und das wird sehr, sehr wichtig sein, weil alleine können wir die Arbeit dann nicht mehr machen. Und auf jeden Fall ein richtig schönes Büro. Du kannst dich und deine Mitarbeiter trainieren, um die Fähigkeiten zu verbessern. Lass uns das mit dem Abschließen des Management-Kurses versuchen, den du belegen musst, bevor du deine ersten Mitarbeiter einstellen kannst. Zu Beginn schließe die Nachricht und klicke auf deinen Charakter, um das Trainingsmenü zu beginnen. Erstmal unseren Spielebericht, den will ich erstmal noch anschauen. Gameplay scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Plattform-Genre, Übereinstimmung, Gaming, Simulation, gut. Themen, Zielgruppen, Übereinstimmung, Sport, alle großartig. Ja, das war, wie gesagt, ein richtig schöner Erfolg. So, trainieren. Ja. Mitarbeiterverwaltung. 25 Trainingspunkte. Machen wir mal Training starten. Dann kriegen wir auch ein paar Forschungspunkte, soweit ich weiß. Aber anscheinend bei diesem hier nicht. Unsere Marktanalysen zufolge ist das vor kurzem veröffentlichte Spiel Mario Tischtennis ein Überraschungserfolg bei den Spielern. Der Entwickler Time GmbH ist ziemlich neu in der Spielbranche. Trotzdem erwarten wir gespannt, was er als nächstes entwickeln wird. So, G64 wird nicht mehr unterstützt. Wir haben 4 Spiele auf dieser Plattform veröffentlicht und 607.000 damit eingenommen. So, wir wollen eigentlich immer noch unsere neue Engine entwickeln. Das können wir jetzt auf jeden Fall. Wir haben das genügend Geld. Verkaufe ohne die Hilfe eines Publishers eine 500.000 Exemplar. Uns erreichte soeben die Meldung, dass Mario Tischtennis, welches vor kurzem von Time GmbH veröffentlicht wurde, einen Umsatz von über 500.000 erzielt hat. Wenn das Spiel ein Musikalbum wäre, hätte es Goldstatus erreicht. Konkurrenten wurden dabei beobachtet, wie sie neidische Bemerkungen brummelten. So, Managementkurs ist abgeschlossen. Nun können wir den ersten Mitarbeiter einstellen. Um damit zu beginnen, schließe die Mitteilung und klicke auf Einstellen-Button, der sich in der Nähe des großen Schreibtisches befindet. Ja, hier müssen wir jetzt mal sehen, unser Budget und auch die Stellenbeschreibung. Und je höher das Budget, desto... Also, ein hohes Budget erhöht die Zahl der Bewerber, um die verschiedenen Tests helfen, die ihr Mitarbeiter mit dem besten Gleichgewicht an Design und Technologie zu finden. Haben wir mal ein Budget von 150.000? Das hier kenne ich gar nicht. Will ich jetzt erstmal nicht. Anscheinend ist TimeGear vor kurzem in ein Büro in einem bekannten Technologiepark gezogen und sucht nun nach Mitarbeitern. Das Unternehmen, welches für Spiele wie Mario Tischtennis und Tor bekannt ist,
hat bisher angeblich in einer Garage gearbeitet. Einer der vielen Fans von Mario Tischtennis sagte dazu, kann es nicht glauben, dass sie bis jetzt nicht mal ein richtiges Büro hatten und diese Spiele von einer einzigen Person gemacht wurden. Ich freue mich schon sehr auf die zukünftigen Spiele. Jo. Ja, bald wird auch Mario Tischtennis vom Markt genommen anscheinend. So, die Suche für die ausgeschriebene Stelle ist beendet. Du kannst nun die Liste der Bewerber durchsehen und einen geeigneten Kandidaten für diese Stelle auswählen. Denk dran, dass du deine Angestellten jederzeit weiterbilden kannst, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. So, wir haben momentan 3 Leute. So, Design 385 Punkte, Technologie eher weniger gut, so schon 16.000 pro Monat, Level 2. So, das hier ist eher ausgeglichen. 21. Und dann nochmal, auch nochmal aus. Ich muss ehrlich sagen, gefällt mir am meisten, weil dann haben wir Elisabeth Terry. Wenn ich sich nur um Design kümmern kann, dann kann ich mich mehr um Technologie kümmern. Wird später auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich sein. Und ja, alle Level 2. Das hier wäre am meisten. Könnte man vielleicht auch noch notfalls in Design einsetzen können. Weil hier, ich denke mal, es passt. Stell mir mal ein. Glückwunsch zu deinen ersten Angestellten. Neue Mitarbeiter müssen sie sich erst einarbeiten, bevor sie wirklich leistungsfähig werden. Wenn dein Charakter nicht mit voller Leistung arbeitet, siehst du neben ihnen eine Effektivitätsleiste. Diese Leiste wird sich mit der Zeit langsam füllen. Normalerweise ist es eine gute Idee, deinen Mitarbeitern ein Willkommenstraining zu geben, um den Prozess zu beschleunigen. Das wird ihre Effektivität weitaus schneller steigern als normalerweise. Das zu tun steht. Ja, mittlere Spiele kann ich jetzt entwickeln und trainieren. Einarbeiterungstraining. Und wir können so lange mal ein bisschen was forschen. Wir haben ja noch mal ein paar Forschungspunkte. Mittlere Spiele. Oder auf jeden Fall 3D-Grafik. Das brauchen wir für unsere neue Engine. Jetzt können wir auch parallel so ein bisschen arbeiten. Was natürlich auch noch mal viel, viel besser sein wird. Ja. Mario Tischtennis wird gleich vom Markt genommen, sieht man jetzt recht schon. Ein Wunder, dass es noch Umsatz erzielt. So. Und wie viel? Boah, Alter. 600.000 Einheiten verkauft. Über 4 Millionen Umsatz. Merkt man auch an unserem Geld. Wir haben jetzt so 4 Millionen hier. So, können wir hier noch. Was sind das? Forschen? Mittlere Spiele noch. Ja, machen wir mal. Dann soll sie nochmal trainieren. Wenn du Top-Spiele erstellen und ein Weltklasse-Team haben willst, dann ist Training sehr wichtig. Für die besten Resultate solltest du deine Mitarbeiter regelmäßig trainieren, sie aber nicht so viele Sitzungen auf einmal überfordern. So, es sind verschiedene Optionen verfügbar. Manche Optionen sind besser, um bestimmte Fähigkeiten zu steigern als andere. Das Probieren ist der beste Weg, um herauszufinden, welche Trainingsoptionen deinen Plänen entsprechen. Ja, können wir aber nichts machen, weil wir keine Forschungspunkte dazu haben. Haben wir eine Auftragsarbeit? Ja, da will ich das jetzt hier mal nicht durchlesen. Bräuchten wir irgendwas mit nur Design hier mäßig? Ach ja, wenn wir es nicht in der vorgegebenen Zeit schaffen, dann müssen wir eine Strafe zahlen. Das sieht ja eigentlich nicht schlecht aus. 5 Wochen. Setze ich mich mal ran. Oh, das sieht nicht gut aus. Unsere erste Auftragsarbeit. Weil sie sich auch am Kopf kratzt, muss das sein? So. Ja. Wir können jetzt mit Publishern Verträge unterzeichnen. Leider kriegen wir den Auftrag nicht, weil sie sich so ein bisschen an Kopf gekratzt. Kratzert. Ich stelle fest, dass der Auftrag nicht rechtzeitig abgeschlossen wurde. Überlegen Sie sich genau, welche Aufträge Sie annehmen. So, na gut, wir wollen jetzt auf jeden Fall eine neue Engine erstellen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Wollten wir schon am Anfang des Parts machen, jetzt sind wir am Ende fast. Die Wurmloch 2 Engine, die wird auf jeden Fall viel, viel besser als die Wurmloch 1 Engine. Wir packen ruhig mal beide Grafiken mit rein, dass wir entweder 2D-Grafik oder 3D-Grafik machen können. Ja, Story-Quest, das passt. Spiele-Tutorials und Gameplay. Also alles zu Gameplay, bessere Benutzererfahrung kommt rein. Level, Editor, Open World und Monozaund. Yo, das sieht doch gut aus. Let's go.
Jetzt sind wir ja 2, daher geht das Entwickeln auch nochmal einiges schneller. Wird auch bei den Spielenden ordentlich zeigen, wie nice das ist mit 2 Mitarbeitern. Da sind wir nämlich auch gleich fertig. Kratze ich häufig noch am Kopf? Fällt mir nicht. So. 100k Engine. Ha, geil. Deine neue Spielengine, Wormlock 2, ist jetzt fertig. So kann ich noch ein... Du kannst in diesem Büro bis zu 4 Mitarbeiter beschäftigen. Versuche nicht gleich alle auf einmal einzustellen, da Personal teuer ist. Viele Anfänger machen diesen Fehler und gehen bankrott. Es ist am besten, die Sache langsam anzugehen. Ja, ich hätte halt auch noch gerne in Sachen Technologie noch jemanden. Und daher machen wir mal in Sachen komplexe Algorithmen noch eine Suche. Derweil würde ich gerne noch mal ein neues Thema forschen. Fantasy ist halt auch sowas. Ja, machen wir mal Fantasy. Und hier trainieren können wir momentan nichts weiter. So, in Sachen Technologie. Da haben wir auf jeden Fall... Hier, ist zwar momentan noch Level 1, aber kann man nochmal trainieren, oder? Level 3? 30.000 pro Monat, aber... Jetzt die Sache. Es ist jetzt schon geil. Kann man ja noch weiterentwickeln, von daher. Eric Tyler, du bist drin. Und hier ist so eine Leiste da jetzt. Da muss ich natürlich erstmal einarbeiten. Das war damals, glaube ich, auch nicht, wenn ich mich recht erinnere. Oh. Jetzt ist hier eine Leiste. Wir brauchen Urlaub. Glaube ich. Wir noch mal die Mitarbeiterliste. Eigentlich ist das hier für Urlaub, wenn ich mich recht erinnere, aber ja. Hallo nochmal, ich habe gehört, dass Sie erfolgreich in der Spielbranche sind. Sie haben angefangen, Ihr Team zu erweitern. Ich habe unsere Kundenliste aktualisiert. Wenn Sie auf der Suche nach Aufträgen sind, lassen Sie es mich wissen, Jason. Okay. Wisst ihr was? Ich habe so ein bisschen hier halt die Angst, wenn ich jetzt ein neues Spiel erstelle. Oh, neue Spielkonsole. Oasis. Warte. Bena Oasis mit einer 16-Bit-Grafik und Sound ausgestattet. Und ich verspreche somit ein neues Spielerlebnis. Geil. Ich habe Angst, dass ich jetzt ein neues Spiel erstelle und das halt. Naja, gut. Werden wir mal machen. Nehmen wir auf jeden Fall Fantasy neu. Zu Fantasy. Ja, gute Frage. Rollenspiel? Machen wir mal Rollenspiel. Und dann ist die Frage, auf wen Gear will ich ehrlich gesagt nicht drauf entwickeln. Der PC hat wieder ein bisschen am Markt übernommen. TES ist leider jetzt so ein bisschen, ja, unten. Machen wir mal für den PC ruhig mal wieder ein Spiel. Spielengine natürlich, warum noch 2 Engine, ist klar. Und Fantasy-Rollenspiel. Finale Fantasy. Alter, 52.000 kostet dein mittleres Spiel. Aber warum nicht? So, 3D-Grafik will ich hier auf jeden Fall haben. Genau. Let's go. Größere Spiele zu entwickeln ist eine nicht unerhebliche Aufgabe und anders als bei kleinen Spielen kann eine Person alleine nicht jeden Aspekt des Spiels betreuen. Um ein gutes Spiel zu entwickeln und das Beste aus deinem Team herausholen, musst du den Teammitgliedern verschiedene Bereiche zuweisen. Die beste Ergebnisse wähle ein Teammitglied aus, dessen Fähigkeiten am besten zu dem jeweiligen Gebiet passen. Wenn du Teammitgliedern Arbeitsbereiche zuweist, siehst du ihre Arbeitsbelastung, versuche sie nicht zu überlasten. Ja, genau.
So, da brauchen wir auf jeden Fall Story Quests. Bisschen weniger Gameplay, bisschen weniger das. So, lineare Erzählung. Gespeichert der Spielstand. Machen wir ruhig mal alles mit rein. Gameplay. Spieltutorial. Also bessere Benutzererfahrung. Und Spieltutorial. Jetzt wird zwar ein bisschen teurer, aber was soll's. So. Das ist ja jetzt eher so. Technik halt. Technologiemäßig ja alles. Hat nichts mit Grafik oder so zu tun. Daher würde ich da gerne hier mal Ihmchen reinpacken und Ihmchen da rein. Obwohl, das hier könnte ich noch ein bisschen mit übernehmen und das übernimmt sie so ein bisschen. Oder ich übernehme Story Quest ist dann doch schon sehr, sehr wichtig. Machen wir mal so. Seit jetzt ist es sehr, sehr wichtig, das aufzuteilen. An den Story Quest will ich mal lieber arbeiten. So, gut. Dann geht's weiter. Dialoge brauchen wir auf jeden Fall. Künstliche Intelligenz und Level Design. Nicht ganz so toll. Level Editor brauchen wir nicht. So, Dialoge. Das ist ja jetzt auch eher Design. Ah, da packe ich mich ruhig nochmal rein. Und zur künstlichen Intelligenz kommt er nochmal mit rein. Level Design kommt sie mit rein. So, ich hoffe mal, ich werde, dass im letzten Schritt nicht so viel überarbeitet wird. Weil wir jetzt auch erstmal ein mittleres Spiel haben, was wir sonst so nicht hatten. Heute wurde die neue Plattform Vena Oasis von Vena veröffentlicht. Nice. Ja, eigentlich ist der Part auch schon vorbei, sehe ich, aber naja. So, gut. Wir wollen auf jeden Fall mal einen besseren Sound haben. Und natürlich Open World. So, da kann er nochmal hier da rein. Und wir machen hier so ein bisschen. Da ist Elisabeth so ein bisschen überarbeitet sogar. Machen wir jetzt mal so. Für Spielweltdesign ist halt doch schon ganz schön wichtig. Oder? Machen wir jetzt mal so. Ja, sind beide auf 101%, aber naja. Das ist nicht ganz so wild. Gut. Entwickeln wir das noch. Wir werden noch den Part erst beenden, nachdem. Ja, wir die Spielbewertung gesehen haben, wird ja unser erstes großes Spiel. Nochmal ein paar Bugs ausmerzen. Oh, ich dachte schon, es kommt noch ein Bugkette dazu. Das kann nämlich auch vorkommen. So, InDesign auf jeden Fall neuen Rekord. Nice. So, Dialoge, Levelaufstieg, Sound. Und sonst passt das auch. Spiel veröffentlichen. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Bessere Dialoge als Forschung jetzt verfügbar. So, Spielbewertungen. Oh, das könnte wieder ein Erfolg werden. Das sieht doch gut aus. Nochmal eine 8, sehr gut. Ich bin zufrieden. Nochmal eine 9. Finale Fantasie läuft. Eine 8,5 glatte, das ist doch gut. Ich habe etwas weniger gerechnet, also von daher, ich bin sehr positiv überrascht. Da werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal weitermachen. Bis dahin, viel Spaß euch noch, Scheibelein und tschüss.